Hallo? Achtung, Moment. Ja, ich muss es jetzt von Hand machen und leider mache ich das immer erst, nachdem ich feststelle, dass es ja so laut ist. Aha, wir spielen wieder mit Werbung. Na gut. Game Developer, wir spielen mal Project Slender. Jetzt ist das hier in. Okay, ja gut, scheint irgendwie aus dem Osten zu kommen, aus dem östlichen Raum. Sensitivity Camera Smooth. Machen wir mal einfach an. Keine Ahnung, was. Naja, gut, schon der erste Bericht, der gleich gesendet werden kann. Nochmal, Project Slender. Das wäre jetzt die Chance für mich, das neu zu starten. Die Aufnahme zumindest. Aber was soll's? Warum soll ich was rausschneiden? Wir fangen einfach mal an. Was ist das? Gut. Ich stelle fest, das scheint eine Internetverbindung zu brauchen. Clash of Kings, okay. Gut. Hier geht es also um Werbung. Tapidu, da machen wir es einfach mal. Versuchen wir es mal so. Dann kann vielleicht keine Werbung reinschießen. Zumindest nicht einfach so. Gut, jetzt schauen wir doch mal. Project Slender. Das ging doch letztens noch. Dann eben anders. Machen wir halt Scary Slender. Das ist wieder eine Chance für mich, nochmal neu zu starten. Tutorial. Auch hier haben wir Werbung. Move. Look. Na gut, das ist alles. Mehr geht nicht. Gut, Start. Was ich von Slender weiß, ist ja noch nicht viel. Ich hatte, wie gesagt, wie du siehst, ich habe zwei Apps dafür installiert, habe mal versucht, mich damit zu beschäftigen. Ich weiß von Slender-Spielen nur, wir müssen irgendwie 8 Seiten eines Papiers finden. Und dürfen uns dabei irgendwie von nichts erwischen lassen. Ich habe keine Ahnung so richtig, was uns hier erwischen könnte. Ich habe das noch nie. Er läuft ein bisschen langsam, finde ich. Aber ich weiß nicht, wie schnell ich in so einem dunklen Wald laufen würde. Was ich auch nicht weiß, ist, ob man das speichern kann, ob man es an einem Stück durchspielen muss und wie lange man dafür so einplanen muss. Keine Ahnung. Im schlimmsten Fall mache ich einfach nur ein Angespielt draus. Wenn ich jetzt hier. Weiß nicht, wenn ich das jetzt hier 18 Mal von vorne anfangen muss, dann bringe ich es wahrscheinlich eh nie zum Ende. Okay, was mir nicht gefällt, ist ja die Geräuschkulisse hier im Moment. Schon ein bisschen verängstigend. Beängstigend, so. Wäre mich verängstigt. Aber ich, ehrlich, man hätte ja zumindest schon den ersten Brief mal irgendwie schon finden können, damit man weiß, wie das aussieht und worauf man überhaupt achten muss. Es gibt schon welche Taschenlampe aus. Irgendwann wird die Batterie alle sein. Da guck mal an, der Baum ist doch irgendwie auffällig gewesen. Pages 1. Oh, was war das? Gut, das. vielleicht wird das nicht mein Lieblingsspiel werden. Da habe ich gerade so ein bisschen Bedenken, dass wir hier die besten Freunde werden. Okay. Außen sind wir schon mal einmal komplett durchgelaufen. Jetzt erklären wir mal. Kannst du mir nicht erklären, wahrscheinlich, aber. Jetzt habe ich gerade das Gefühl, wird das vielleicht mit jeder Seite, die man einsammelt, ein wenig verrückter. Ich laufe erstmal einfach komplett außen rum. Ach, das ist ja, die Stimmung ist ja geil, das muss man schon sagen, ne? Na gut. Ich weiß nicht, ich werde den Anfang vielleicht nicht unbedingt wegschneiden. Das hat letztens noch funktioniert. Aber natürlich werde ich diese App in die Videobeschreibung. Was? Was ist passiert? Was ist jetzt passiert? Ich habe nichts gesehen. Ach, die Map ist aber immer die gleiche. Das heißt, auf jeden Fall wissen wir schon mal, Eiszeit ist irgendwo da hinten.
Genau, da ist der Baum, glaube ich. Ist das der sehr auffällige Baum gewesen hier? Nein, da ist es noch nicht. Ich habe jetzt keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Ich dachte immer, man sieht irgendjemanden kommen und kann vielleicht noch schnell weglaufen. Das sind zwei Bäume, okay. Hier war doch irgendwo so ein auffälliger Baum. Wo ist der denn jetzt hin? Da ist er. So, das war die erste Seite. Ja, aber nicht hinum. Nimm mal die Seite. Was steht denn da? Always watches. No eyes. Wieso kann ich jetzt die Seite nicht aufsammeln? Weil ich die gerade eben schon mal genommen habe? Jetzt bitte, na geht doch. So, jetzt laufen wir mal einfach direkt hier quer durch. Weil wir wissen ja, dass da nichts gewesen ist weiter. Oder hat man nur eine bestimmte Zeit? Hat man nur 2 Minuten Zeit und muss es da durchgespielt haben? Das macht mir ein bisschen Angst. Kann ich heute bestimmt nicht schlafen heute Nacht. Das weiß ich jetzt schon. Irgendwas hat mich doch hier gekriegt, aber ich weiß jetzt natürlich nicht, wie. Was ist denn Project Sensor? Ich dachte jetzt, hier kommt irgendwie, wir werden verfolgt oder hier rennt irgendwo ein Monster rum oder was, vor dem wir flüchten müssen. Aber insofern ich es gerade richtig verstehe, ist einfach irgendwann die Zeit vorbei und dann hat man halt verloren, ne? Oder wie war das jetzt? Was ist da passiert vorhin gerade? Hunde, oh, das ist ja Wahnsinn. So, jetzt sind wir hier einmal quer durch. Das wussten wir. Gut, kennen wir. Jetzt laufen wir hier nochmal lang. Oh, jetzt bin ich auch. Alter, was? Ui. Gut. Jetzt weiß ich also, wie es aussieht. Sehr gut. Mann, 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 Mann. Darf doch wohl nicht wahr sein. Das Problem ist halt, wir laufen natürlich sehr langsam, diese 8 Seiten zu finden. Komm, wir gehen mal in die andere Richtung vielleicht einfach am Anfang direkt mal. Woran lag das jetzt? War das jetzt eine bestimmte Position, an der wir jetzt langgelaufen sind? Oder kommt er nach einem Zeitfenster oder kommt der einfach immer? Ist es einfach eine Glücksfrage? Hat man da vielleicht, was weiß ich, eine 8%ige Erfolgschance, dass er einfach nicht auftaucht? Kann ja auch sein. Oder hat der Slender vielleicht eine 2%ige Chance, bei jedem Schritt, den ich mache, aufzutauchen und... Ich weiß es nicht. Es macht mir ein bisschen Angst. Kündigt er sich durch diese Geräusche an? Sollte man vielleicht umso schneller laufen, wenn man irgendwas Bestimmtes hört? Slender Horror Games, das ist ja der Wahnsinn. Jetzt fange ich auch mit sowas noch an. Also in einer Folge schaffe ich es garantiert nicht, alle 8 Seiten einzusammeln. Das ist gar nicht realisierbar, wahrscheinlich bei dem Tempo, mit dem wir hier laufen. Wir wissen von dem einen großen Baum. War auch dumm von mir. Man sollte vielleicht immer die gleiche Route laufen. Um dann irgendwann auszuschließen, wo es noch sein kann. Aber ich würde gerne auch nochmal einen anderen Zettel sehen als diesen einen. Oh Mann, den kriegt man ja.
Okay, es ist ja nur ein Wald. Was ich nicht sehe, ist irgendwie ein Haus oder so. Ich mach mal eben meine Kopfhörer ein kleines bisschen leiser, damit hier nicht die Gefahr besteht, dass du das alles doppelt oder dreifach hörst und ein Echo hast. Aber ich habe natürlich auch Angst, dass ich in der Zeit erwischt werde beim hier rumlaufen. Gut, also Fakt ist, so wie es aussieht. Oh, was ist denn das? Sind die Zettel an bestimmten Stellen? Das sind sie also auch immer. Das ist auch nicht zufällig irgendwie. Und man sieht sie auch, die Zettel. Da ist er zum Beispiel einer. Oder? Ja, da ist einer, aber der. Das Problem hatten wir auch schon mal. Es ist kein Zettel. Gut. Kein Zettel. Schnell weiterlaufen. Laufen wir einfach mal mitten durch. Da ist noch ein Grabstein. Ach. Okay, hier mittendrin ist so eine Art Gaspipeline. Also, oder irgendwie. Nee, eine Pipeline nicht. Das ist irgendwas anderes. Okay, auch das nehmen wir nicht. Ist auch kein Zettel. Oder muss man die in einer bestimmten Reihenfolge anklicken? Kann man das nicht, ne? Kann man da hochklettern? Nee. Aha, doch. Man muss die Pages anklicken. Dann ist auch bestimmt da vorne an diesem Grabstein noch eine ran. Eine Seite. Wo war jetzt der Grabstein? Leider ist die Lampe nicht sehr hell, nicht sehr weit leuchtend. Da war doch gerade der Stein. Was ist denn das für eine Lampe? Oh, was ist das? Aha. Wo ist sie hin? Nimm doch. Bitte geht doch. Wir haben keine Zeit hier für so einen Spaß. Zwei haben wir. So dunkel ist das auch gar nicht, habe ich das Gefühl. Man sieht schon ein bisschen was. Aber eben keine Seiten irgendwo. Oh, ich habe ein Geräusch. Mann! Okay, wenn man das Geräusch hört, hat man wahrscheinlich noch die Chance wegzulaufen. Ach komm, einen Versuch machen wir noch. Okay, wir laufen nochmal in diese Richtung. Also wir wissen, da vorne war dieser Baum. Okay, wir laufen erstmal hier so einfach mitten rein in den Wald. Also wenn wir das Geräusch... Ah, guck mal hier. Wenn wir das Geräusch hören, müssen wir schnell weglaufen. Und nicht direkt in seine Arme, so wie ich es gerade demonstrativ gemacht habe. So. Ist das hier vielleicht ein Zettel? Das ist nur ein kaputter Stein. Soll das hier... Ah, guck mal. Da vielleicht? Auch nicht. Sieht aus wie ein Lichtschalter. soll das hier vielleicht einfach nur da sein, ohne einen Zettel zu beinhalten? Gut, wir laufen weiter. Es sind ja nur 8 Seiten, die wir sammeln müssen. Das ist doch, kann doch gar nicht so die Welt sein. Ich habe nur das Problem, ich habe das Gefühl, dass ich nicht erkenne, wenn ich das Geräusch höre, wo der nun gerade steht und ob ich, in welche Richtung ich weglaufen müsste. Aber wahrscheinlich, wenn der auftaucht,
dann ist es wahrscheinlich vorbei für mich. Der Wald ist groß, interessant. Wir können sehr weit laufen. Hier ist ein Haus. Das ist ein Fenster. Hier gibt es auch echt was zu entdecken. Was grafisch auch ganz angenehm in diese Welt hineingesetzt wurde. Oh nein, meine Erkältung kommt wieder. Mein Reizhusten taucht wieder auf. Da werde ich mich sowieso gleich aus der Aufnahme stehlen müssen, um eine Lutschpastille irgendwo herzubekommen. Entschuldigung, also ich habe mir ein neues Headset bestellt. Da wird dann auch ein Mikrofon, ein Ausschaltknopf dran sein. Ich bin gespannt, wie meine Aufnahmequalität dann wird. Da ist einer. Endlich. Da haben wir einen. Das verstehe ich aber nicht. Das ist schon sehr wenig. Wir haben. Da ist noch eine Seite, oder? Da ist noch eine Seite. Das ist der Turm wieder, ja genau. Haben wir zwei. Den großen Baum, das wissen wir noch irgendwo. Ja, man kann weglaufen. Jawohl, man kann weglaufen. Ich habe ihn stehen sehen durch Zufall. Kein Plan, wie das passieren konnte jetzt. Vielleicht war das, wäre das der richtige Weg gewesen zum nächsten Brief. Wohin muss ich laufen? Alter. Gibt's doch gar nicht. Kann aber nicht. Was los jetzt? Du machst aber keinen Spaß. Ah. Jetzt krieg ich aber Angst. Lauf schön vorwärts immer. Ich glaube, mit jedem Brief wird das ja mieser hier. Guck mal, da ist wieder unser Grabstein. Und da war es doch hinten dran, oder? Der wird gleich auftauchen, bestimmt, dieser Misthund. Genau, wusste ich doch, dass er. Das muss. Oh, alter Falter, das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt haben wir drei. Jetzt läuft mir schon der Schweiß an der Stirn runter. Der Husten ist plötzlich auch weg. So ein Zufall. Jetzt habe ich schon gedacht, ich könnte mich aufgrund des Hustens verabschieden und auf der Aufnahme steigen. Nix da. Wir haben drei Seiten. Wir stecken jetzt hier fest. In der Ecke müssen wir aufpassen. Wenn wir jetzt zu nah an den Bäumen rumlaufen, können wir nicht ausweichen, wenn der auftaucht. Aber wenn der zu nah auftaucht, können wir sowieso nicht ausweichen. So, das heißt, das nächste, was ich weiß, ist dieser große, riesige Baum, an dem auf dem definitiv so ein Brief dran ist. Allerdings weiß ich jetzt schon nicht mehr, ob ich diesen Baum nochmal jemals wiederfinden würde. Ich weiß aber, dass ich am Zaun langlaufen muss, um dahin zu kommen. Oh, was ist denn das? Was, wer macht denn solche Spiele? Oh. Da fällt man auf einmal fast vom Stuhl. Das ist doch unfassbar. Das ist doch unglaublich. Na gut. Ich denke, war mal eine angenehme Aufnahme jetzt. Mal gucken, ob ich es nochmal irgendwann später versuche. Je nachdem, mal gucken, ob es Resonanz gibt hier und ob, ja, ob es Resonanz gibt und ob ihr sagt, Alter, das, dann mache ich es nochmal. Ich versuche es nochmal. Ich wollte gerne das andere Projekt nochmal gucken, was das Projekt Slenderspiel ist. Auch da nochmal reinschauen, ob ich es irgendwie zum Laufen kriege. Und ansonsten sage ich jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Spiel. Ich denke, ich mache jetzt hier einfach ein Shortplay draus. Das ist ein Shortplay und wird diese eine Folge bloß bleiben. Vorerst, und dann werden wir mal sehen. Das haue ich einfach zwischendrin mal irgendwo mit rein.
Und dann wünsche ich dir erstmal alles Gute und wenn du magst, sehen wir uns in einem anderen Spiel wieder. Infokarten, das ist ja was ganz Neues jetzt bei YouTube, siehst du immer in den neuen Videos, haue ich immer Infokarten rein. Da kannst du oben rechts auf so einen Infoknopf da klicken und dann siehst du, was gibt's hier so, was hat er reingehauen. Da sind immer 5 pro Video davon verlinken und da kannst du dir angucken, was ich so da reinsetze. Kannst du einfach draufklicken, zack, kommst du bei Terraria raus oder bei The Survivor oder du kommst bei Yesterday oder bei Lone Wolf raus. Je nachdem, was ich hier alles in die Infokarten setze. Mal gucken, was es bei diesem Spiel hier sein wird. Klick einfach drauf, kommst du direkt zu einer anderen Playlist, kannst du dir reinziehen, wenn du möchtest. Und ich würde mich freuen, wenn ich dich da irgendwo wiedersehe. Also, bis demnächst, mach's gut, tschüss.